Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In meinem letzten Video habe ich euch gefragt, ob euch ein Schminksammlungs-Update interessieren würde. Ihr wisst ja, dass ich vor einigen Monaten in eine neue Wohnung gezogen bin und da habe ich natürlich ganz viel ausgemistet. Und das ist jetzt schon passiert, das habe ich leider nicht mitgefilmt, weil das im ganzen Umzugschaos total untergegangen ist. Dafür gibt es jetzt gleich mein Schminksammlungs-Update. Ich wollte euch aber vornherein noch ein paar Sachen sagen. Und zwar gibt es am Ende des Videos eine richtig geile Beauty-Verlosung, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Die Verlosung ist auf jeden Fall für meine Abonnenten hier auf YouTube, also wer mich noch nicht abonniert hat und noch nicht das Glöckchen eingeschaltet hat, der sollte das spätestens jetzt einmal nachholen. Und dann zum zweiten Punkt wollte ich euch noch sagen, ich weiß, Leute, ich habe wirklich extrem viel Make-up. Ich mache das aber beruflich schon seit einigen Jahren, sprich ich habe nicht ganz sicher und unter ein paar letzten Videos haben schon Leute kommentiert, ich habe aber viel mehr Schminke als du. Aber ich persönlich finde, dass ich schon viel zu viel Make-up besitze. Ich bekomme auch ganz viele PR-Samples zugeschickt von Firmen, um Sachen auszuprobieren und mache auch ganz viele Verlosungen weiterhin auf Instagram für euch. Übrigens kommt am Sonntag eine richtig geile Beauty-Verlosung auf Instagram online. Also wer seine Chancen ein bisschen erhöhen möchte, kann hier auf YouTube mitmachen und mir auch auf Instagram folgen. Da seht ihr dann am Sonntag mehr Infos. Genau, das vorneweg, Leute. Ich weiß, ich habe viel. Ich weiß, man braucht nicht so viel. Aber that's my job. Und ich habe es halt einfach mal angefangen zu sammeln. Ich kaufe mir tatsächlich mittlerweile auch überhaupt nichts Neues mehr, weil ich eben auch erstmal alles aufbrauchen möchte. Aber all das, was ich jetzt habe, hat sich eben in den letzten Jahren angesammelt. Und das erklärt halt so ein bisschen, ich sage es einfach mal, den Verhau, der neben mir steht. So, ich hoffe, ihr habt jetzt ganz viel Spaß bei diesem Update und wir sehen uns gleich. Das ist meine Schminkecke. Ich habe hier oben meinen YouTube-Button, einen kleinen Buddha und ein Bild stehen als Deko. Es ist noch nicht vollständig, ich bin mit der Deko noch nicht zu 100% zufrieden. Aber es geht ja auch um den Inhalt dieser Alex-Schränke von Ikea. Ich glaube, die kennt ihr mittlerweile alle. Ich weiß, dass man die normalerweise nicht stapelt, aber ich mache das jetzt schon seit, ich glaube, 6 Jahren so und es ist noch nichts passiert. Also toi, toi, toi. Wie gesagt, das sind die Alex-Schränke, die ihr bei Ikea findet. Und meine Schminksammlung verbirgt sich übrigens in meinem Arbeitszimmer, wo ich auch meine Videos drehe. Also hier ist meine Couch und hier direkt daneben meine Schminksammlung. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal etwas näher und schauen uns das von nahem an. In der ersten Schublade verbergen sich alle meine Gesichtspflegeprodukte, sprich meine Gesichtsmasken, meine Ampullen. Hier habe ich ganz, ganz viele Ampullen von Barbour zum Beispiel. Dann habe ich hier noch einen Cognac-Schwamm von Ebelin. Habt ihr schon mal einen Cognac-Schwamm verwendet? Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann habe ich, ja, eigentlich sind hier nur Ampullen und Gesichtsmasken drinnen. Oh, Desinfektionstücher habe ich hier noch, ganz praktisch in der jetzigen Zeit momentan. Und ansonsten tatsächlich alle möglichen Gesichtsmasken von allen möglichen Marken. Lovely, dann habe ich hier von der koreanischen Marke eine. Dann habe ich aber auch ganz viele Drogerie-Gesichtsmasken, so wie diese hier. Die finde ich übrigens richtig gut, diese Slice Mask Sheets. Und ja, ich glaube, ihr habt verstanden, ne? Einfach nur meine Gesichtsmasken. In der Schublade darunter, Leute, das ist eine meiner absoluten Lieblingsschubladen. Da verbirgt sich mein ganzes Festivalzeug, mein Festivalschmuck. Und oh mein Gott, Leute, ich habe so viel Zeug für die Haare. Ich habe diese Flower-Kronen, dann habe ich normale, coole Haarreifen. Für verschiedene Looks habe ich hier drinnen eigentlich alles Mögliche. Das war mein Look auf dem Perukable Festival vor 2 Jahren. Und dann habe ich mir in Thailand ganz viele von den Bindis gekauft. Ich bin nämlich ein ganz, ganz großer Bindi-Fan. Ich finde, das sieht auf Goa-Festivals richtig gut aus. Das waren meine Lieblings-Bindis. Die habe ich auch versucht, versucht einmal hier aufzuheben, obwohl ich den schon verwendet habe. Vielleicht muss ich den mit Wimpernkleber das nächste Mal, wenn ich ihn verwende, festkleben. Dann habe ich aber auch ganz, ganz viele Hairbraids. Die habe ich mir mal bei Etsy bestellt. Da müsst ihr einfach Hairbraid eingeben und dann kriegt ihr die. Das sind so Hairdinger, wie ich jetzt auch eins in echt drin habe.
die man einfach reinklipst ins Haar. Also super cool. Genau, das ist wie gesagt eine meiner absoluten Lieblingsschubladen. Ich habe hier auch noch Flash-Tattoos. Hier, ich glaube, das sind welche von Essence damals gewesen. Genau, also alles Mögliche, was mit Festival und Schmuck zu tun hat, findet man bei mir in der zweiten Schublade. Dann kommen wir zu einer wahrscheinlich sehr interessanten Schublade, und zwar Lidschatten. Das ist aber nicht das Einzige, was ich habe an Lidschatten. In dieser Schublade, das ist eine der tieferen hier, habe ich einfach mal so alle etwas größeren Lidschattenpaletten eingestapelt. Ich habe hier zum Beispiel die ganze Reihe von Urban Decay, die Naked Paletten. Dann habe ich hier, was ist denn das? Die Mrs. Stella Palette, glaube ich, oder? Ja, die Mrs. Stella Palette. Dann habe ich auch die von der Ellie natürlich. Ganz viele Too Faced Paletten. Dann habe ich, ja, noch mehr Too Faced. Dann habe ich hier ein paar von Zoe Eva. Ich glaube, das ist der Minerals. Nein, The Balm. Hier, Make-up Forever habe ich hier auch noch. BH Cosmetics habe ich hier zwei Festival Paletten. Noch mehr von Urban Decay. Von Dagi B habe ich auch ein paar Tabletten. Nicht Tabletten, sage mal. Lidschattenpaletten. Das ist meine liebste übrigens mit den Erdtönen. Und in diesem Zusammenhang zeige ich euch jetzt gleich einmal, was sich hier direkt nebenan verbirgt. Und zwar noch mehr Lidschatten. Ich dachte, ich zeige euch das jetzt einfach mal so im Ganzen. Hier habe ich nämlich alle Lidschattenpaletten, die hier nicht mehr reingepasst haben, schön. Aber auch eben ganz, ganz viele kleinere. Ihr seht hier hinten liegen bei mir die Huda Beauty Lidschattenpaletten, die eben einfach klein sind. Die finde ich nämlich tatsächlich richtig cool, weil man da einfach alle möglichen Farben, wie zum Beispiel ganz viele verschiedene Grüntöne oder ganz viele verschiedene Rottöne. Also einfach alles Mögliche an Huda Beauty habe ich hier hinten liegen. Dann habe ich aber hier auch die Crystallize Palette von Catrice. Die finde ich nämlich wirklich cool aus der Drogerie. Ich kann die euch auch gerne mal von innen zeigen. So sieht die aus von den Farben. Dann habe ich hier noch die Palette von Love in Kooperation mit Hatice Schmidt. Weitere Urban Decay Paletten und Kisu Palette habe ich hier auch. Hier Anastasia Beverly Hills habe ich zwei Paletten. Die finde ich übrigens, also Anastasia Beverly Hills Lidschattenpaletten sind übrigens eine meiner absoluten Favoriten. Und von MAC habe ich mal angefangen, mir so selber eine zusammenzustellen. Das habe ich aber irgendwann aufgehört, nachdem es mir zu teuer wurde. Und ja, was habe ich hier noch? Huda Beauty, die finde ich übrigens auch richtig schön, die Palette. Die sieht so aus. Ich meine, wie schön sind die Farben. Oh mein Gott. Dann gehe ich jetzt mal wieder auf diese Seite hier. Was verbirgt sich hier? Hier, Leute, habe ich ganz viele nagelneue Produkte. Meistens sind das Pflegeprodukte und Körperprodukte, die ich hier drin aufbewahre. Einfach ganz viel neues Zeug, was ich eben noch nicht aufgebraucht habe. Was ich zugeschickt bekommen habe, Sachen von Kooperationen oder Sachen, die von DM-Einkäufen eben noch nicht in Verwendung geraten sind. Darauf freue ich mich schon ganz besonders. Ich glaube, das werde ich jetzt bald benutzen können, weil meins langsam leer geht von Rituals. Das finde ich super. Sorry übrigens wegen am Fokus. Es ist nicht so easy, dieses Video allein zu drehen. Und eben einfach ganz, ganz viele Produkte, die ich selber gerne verwenden möchte und noch nicht aufgebraucht habe. In der Schublade darunter verbergen sich Augenbrauen- und Lippenprodukte. Und hier auf der rechten Seite habe ich nur, also zum größten Teil, Benefit-Produkte. Was Augenbrauen angeht, finde ich, ist Benefit einfach die absolut geilste Marke, weil die Produkte einfach der Shit sind. Es hält lange und man hat wirklich, was die Farbe angeht, eine ganz, ganz tolle Auswahl. Genau, hier sind alle Augenbrauen-Produkte. Hier habe ich Lip Liner von L'Oreal drinnen und von Lancôme. Und hier sind, glaube ich, auch noch Lippenprodukte, genau, von Huda Beauty. Also hier sind mehr so ein paar High-End-Sachen. Dann habe ich hier noch flüssige und Stift-Eyeliner. Ne, wobei der flüssige ist gerade im Bad, glaube ich. Also ein paar Filzstift-Eyeliner hier von Tarte, auch von Benefit. Was ist das? Das ist von NYX, habe ich auch ganz viele. Und ein Kajal ist hier reingerutscht, von Benefit auch. Und auf der letzten Seite hier geht es weiter mit Liplinern, aber mostly Essence und auch Huda Beauty. Also ihr seht, ich habe hier einfach so alle so Stiftprodukte hier vorne drinnen. Dieses Aufbewahrungsfach ist übrigens super praktisch, passt perfekt in die großen Schubläden hier in den Alex-Schränken und das ist alles von IKEA und das ist aus der Badabteilung. Das ist einfach so ein Acrylbehälter, den man in der Badabteilung bei IKEA findet. Dann habe ich hier hinten
ja, einfach so Sachen reingeworfen, wo ich einfach nicht wusste, wohin damit. Zum Beispiel habe ich jetzt hier zwei Wimpernkleber und ein paar ja, Lidschattenpigmente von MAC liegen hier rum. Hier ist auch nochmal ein Lidschattenpigment von MAC, ein flüssiger Eyeliner. Und hier direkt dahinter befinden sich alle meine Augenbrauen-Gels. Das ist mein absolutes Lieblingsgel von Benefit. Das ist der 24 Hours Brow Setter und auch der Creamy Brow. Da habe ich ein paar von hier drinnen. Und hier hat sich eine Mascara verirrt, sehe ich gerade. Und auch auf dieser Seite hier sind so, ja, Pomaden und Augenbrauenprodukte. Wie zum Beispiel der Wunderbrow. Kennt ihr den noch? Oder auch von L'Oreal, den Unbelievable Brow. Finde ich auch richtig gut. Und mehr ist hier auch nicht drin. Bevor wir nach unten wandern, gehe ich einmal auf die andere Seite nach oben. Und zwar verbirgt sich in der ersten Schublade hier oben mein Blush. Und da ist auch gar nicht so viel drin. Da habe ich einfach auch von Ikea so zwei Körbchen reingestellt. Hier habe ich die ganzen Mono-Blushes reingetan. Von Benefit habe ich da ein paar. Von Pixi Beauty, von, oh Gott, Charlotte Tilbury. Ich habe fast den Namen vergessen. Dann habe ich aber auch noch L'Oreal und auch von Becca Cosmetics und von MAC ganz viele. Und in dem Schälchen dahinter habe ich ja, Palettenblushes, also von Urban Decay die Gwen Stefani Palette habe ich. Dann von NYX die Sweet Cheeks Adorable Palette und auch von BH Cosmetics die Blushing in Bali Palette. Oh Gott, das trifft sich ja gut. Ich war ja erst auf Bali. Also super schöne Blushes und allgemein Blush. Ich bin ein Riesenfan. Weiter geht es dann mit einer weiteren Schublade. Und das sind eigentlich mehr so meine Abschminkprodukte, kann man sagen. Na gut, nicht nur Abschminkprodukte. Ihr seht, zwei Spiegel liegen hier drinnen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit den ganzen Mikrofaserhandtüchern, mit den Wattepads, die hier liegen und auch mit meiner Reinigungsbürste von Clarisonic. Und dann habe ich hier auch so ein paar Sachen, um meine Haare zum Abschminken oder zum Pflegen nach hinten zu binden. Und mehr ist hier auch nicht drin. Die Schublade mit den Lidschatten habe ich euch bereits gezeigt und dann geht es weiter mit diesem schönen Fach hier. Und zwar verbirgt sich hier drinnen meine ganze falsche Wimpernkollektion und auch diese Behälter habe ich bei Ikea gekauft. Also alles, was ihr sehen könnt, könnt ihr bei Ikea kaufen. Ganz viele Fake Lashes, die habe ich mir vor meinem Asienurlaub in der Drogerie gekauft. Dann habe ich hier die Wimpern von Hattie und ganz viele von Huda Beauty. Die haben mir mal ein Riesenpaket an Wimpern zugeschickt. Und ich habe, also eigentlich kann man sagen, ist dieser ganze Kasten voll mit Huda Beauty Wimpern. Das ist einfach Wahnsinn. Direkt dahinter habe ich alle meine Nagellacke. Es ist nicht so viel, aber ein paar Nagellacke habe ich. Dann habe ich hier meine Ebony-Nagelpfeile, ne? Ich habe übrigens ein Instagram-Tutorial zu meinen Nägeln hochgeladen. Die habe ich nämlich mit Nagelstickern verziert. Das findet ihr auf Instagram-TV bei mir. In meinem dritten Alex-Schränkchen, in der allerersten Schublade, verbergen sich alle meine Lippenprodukte. Leute, ich habe so viele Lippenstifte. Ich habe mal tatsächlich in meiner Ausbildungszeit Lippenstifte von MAC gesammelt. Das war halt tatsächlich so ein Alltagslippenstift bei mir. Just saying. Ich glaube, oh mein Gott, Candy Yum Yum. Der war so gehypt, den wollte ich unbedingt haben. Dann, also hier sind alle meine MAC-Lippenstifte. Ich glaube, dass ich fand, das sah ganz cool aus, wenn die alle da drin liegen. Direkt daneben habe ich dann alle meine Lieblings-Liquid-Lipsticks. Und zwar finde ich tatsächlich die Liquid Lipsticks von Huda Beauty am allerbesten, Leute. Die halten einfach brutal lange, sind kussfest und bei mir persönlich trocknen sie die Lippen auch nicht aus. Auf dieser Seite habe ich alle so ganz neuen Lippenstifte, einfach auch Sachen, wo ich nicht wusste, wo ich die reinsortieren soll. Von Pixi Beauty zum Beispiel, von Jeffree Star habe ich hier auch einen Liquid Lipstick, von NYX. Dann habe ich hier auch noch von MAC einen drinnen, der sich hier verirrt hat. Das habe ich im Alltag getragen. So crazy. Und hier vorne sind dann meist Drogerieprodukte und auch Lipglosse. Die finde ich zum Beispiel richtig, richtig toll von Dagi, von Boutique. Leute, das ist einfach perfekt für Festivals. Ich trage das auch voll gerne auf meinem beweglichen Lid. Dann habe ich hier auch von Love und Hatice Schmidt noch einen ganz frisch verpackten. Den habe ich noch gar nicht verwendet. Also ich würde sagen, alles so, was man in der Drogerie findet, an Lippenstift und Lipgloss ist hier.
Und direkt daneben habe ich ganz viele Pflegeprodukte für die Lippen. Dann habe ich hier von Glam Glow ein Lippenpeeling und auch Lippenpflege. In der Schublade darunter verbergen sich so Daily-Schminksachen. Ihr könnt hier einmal sehen, habe ich alle meine Concealer. Ich habe hier wirklich ein paar von MAC. Das ist der MAC Pro Longwear Concealer. Ich habe da übrigens die Farbe NC25, glaube ich. Nee, NC20, aber auch NC25. Dann habe ich auch ganz viele Drogerie-Concealer, wie den Löscher, den finde ich super, von Maybelline. Nee, von L'Oreal. Ist der von L'Oreal oder Maybelline? Ich weiß gerade gar nicht. Dann habe ich hier noch einen frisch verpackten von NYX, mit dem man auch super eine Kontur ziehen kann. Dann habe ich hier diesen hier von NARS, der mir viel zu hell sein wird gerade. Dann habe ich hier einen von Tarte Cosmetics und auch einen zum Color Correcten von Urban Decay. Dann habe ich hier meine ganzen Beauty-Schwämme. Einige habe ich im Bad. Ich bin gerade nach und nach dabei, die zu waschen, weil ich einfach so viele habe, die einfach so aussehen. Und so sollten die nicht aussehen, Leute. Einfach meine ganzen Beauty-Blender. Direkt daneben habe ich meine Lidschatten-Base-Produkte. Und dahinter habe ich, was ist hier, das gehört nämlich eigentlich gar nicht rein. Das sind alles meine Primer. Da habe ich einen von Elf, da habe ich von Benefit ein paar, da habe ich von Huda Beauty und NYX welche. Und ganz da hinten habe ich dann Produkte wie Bronzer und Puderprodukte. Da habe ich zum Beispiel einen MAC Bronzer, einen von Too Faced, einen von Charlotte Tilbury, von L'Oreal, von Essence, von MAC, also von Love. Noch mehr Benefit, der Huda Light ist hier drinnen. Einfach ein paar Bronzerprodukte. Der Acryl-Aufbewahrungsbehälter ist auch wieder von Ikea übrigens. In der Schublade darunter, Leute, das ist mit meiner absolute Lieblingsschublade, denn da dreht es sich wieder um Festivals. Ich habe in diesem Behälter alle meine Neonfarben und ich habe wirklich extrem viele Neonfarben. Die habe ich bei Amazon gekauft, die kann ich euch auch sehr gerne mal in der Infobox verlinken. Dann habe ich hier noch so Pöttchen, die ich auch gerne verwende, wie dieses Lila, dieses, oh mein Gott, das sieht unglaublich geil aus im UV-Licht. Die habe ich aber leider in Thailand gekauft, diese UV-Farben. Hier. Dann habe ich hier von Gypsy and Shrine noch ein Neon-Puder, das dann zum Eyeliner wird oder eben zum Schminken, wenn man mit einem nassen Pinsel reingeht. Und ansonsten ist das mein Glitter-Glue, auch von The Gypsy and Shrine. Ist eine Marke, die ich bei Instagram entdeckt habe und der ist echt super cool, weil man eben das Glitter in einem Rutsch abziehen kann. Und apropos Glitzer, dahinter verbirgt sich mein ganzes Festival-Glitzer und hier sind auch ganz, ganz viele Marken gemischt. Das hier ist zum Beispiel einfach nur ein Glitzer von Claire's. Aber ich muss dazu auch sagen, mein absolut Lieblings-Festival-Glitzer ist auch von Gypsy and Shrine. Das ist eine UK-Marke, die einfach sich auf Festivals spezialisiert hat. Muss ich dazu noch was sagen, Leute? Das ist so ein ganz grober Glitzer. Es sieht einfach so geil aus. Dann habe ich aus einer alten Kollektion von Essence aber auch noch ganz viel Glitzer. Also was Glitzer angeht, ihr seht hier, ich habe auch noch mal einen Bastelglitzer. Da könnt ihr eigentlich alles Mögliche verwenden, aber ihr müsst natürlich aufpassen, dass es nicht ins Auge kommt, wenn es nicht dafür gedacht ist. In der Schublade darunter habe ich einfach so ein paar random Sachen, wie ganz alte Glätteisen und Lockenstab und ein paar Lichterketten, wie ihr sehen könnt. Ein Haarspray liegt hier rum und Silbershampoo, was ich jetzt gerade mit meinen braunen Haaren nicht dringend brauche. Das ist von Pomelo & Co. so ein Turban-Handtuch, also einfach nur ein paar random Sachen. In der allerletzten Schublade, in diesem Schrank, verbirgt sich meine Technik, also ganz viele Kabel, Powerbanks, Kabelchaos. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr sagen. Und dann machen wir weiter bei dem letzten Alex-Schrank und zwar bei der ersten Schublade. Und hier verbirgt sich ein Highlighter-Paradies. Ich bin ein Riesenfan von Highlighter. Und mein absoluter Lieblings-Highlighter, ist er das? Nein, der hier. Peach Goddess von Jeffree Star. Das ist, wie der Name schon sagt, einfach so ein mega geiler Peach-Ton. Oh mein Gott, der Highlighter ist richtig gut. Dann habe ich hier noch so einen flüssigen Highlighter von Elf. Einige Highlighter-Paletten von NYX und BH Cosmetics. Dann von Huda Beauty habe ich da hinten auch noch eine liegende. Von Love, von MAC, von noch mehr Elf. Trended Up, oh Gott, die Marke habe ich schon wieder voll vergessen, dass es die gibt, von Becca und einfach ganz viele verschiedene Lidschatten.
In der Schublade darunter verbirgt sich meine Foundation und ich bin tatsächlich richtig happy, dass ich nur so wenig Foundation habe, weil ich ganz, ganz stark und fleißig am Aufbrauchen bin. Ich habe hier zum Beispiel von Anastasia Beverly Hills eine, von NYX eine, von Tarte, von MAC, noch mehr von NYX und von Zoeva. Das sind übrigens mit meine Lieblingsfoundations derzeit. Das ist die Authentic Skin Foundation. Dann habe ich hier eine von Charlotte Tilbury und noch mal eine von MAC. In der Schublade dahinter habe ich solche Sachen wie die Strobe Cream. Dann habe ich hier von Marc Jacobs eine Highlighter Creme. Auch von Becca habe ich hier diesen Priming Filter, der einfach der Haut eine natürliche Ausstrahlung verleiht, sage ich mal. Und ansonsten befindet sich hier drin ein loses Puder. Und von Kat Von D, von Essence, von MAC ein loses Puder. Und auch dieses gehypte Puder, was ich noch nie ausprobiert habe, habe ich auch. Weiß nicht mehr, von welcher Marke das ist. Also alles, was so Foundation und Puder angeht, befindet sich hier. In der dritten Schublade, Leute. Und jetzt wird spannend für euch. Befinden sich alle neuen Produkte, die ich so zugeschickt bekomme und die ich einfach nicht verwenden kann. Hier ist ganz, ganz viel Zeug drinnen von Benefit, von L'Oreal, von Pixi, von allen möglichen High-End- und Drogeriefirmen. Und ich möchte mir aus dieser Schublade und dieser Schublade möchte ich euch ein riesiges Beauty-Paket im Wert von 350 Euro zusammenstellen, das einer von euch gewinnen kann. Wer mir also noch nicht auf YouTube folgt, nochmal, ist jetzt die richtige Möglichkeit, das einmal nachzuholen und die Glocke zu aktivieren. Und die Teilnahmebedingungen gebe ich euch am Ende nochmal durch. Aber in diesen zwei Schubladen befinden sich eben Sachen, die ich irgendwann alles mal an euch verlosen werde. Und in dieser Schublade hier befinden sich noch mehr Technik-Sachen, Mikrofone, Kamera-Equipment, was für euch wahrscheinlich eher uninteressanter ist. Wie gesagt, Leute, das Einzige, was ihr für die Verlosung tun müsst, ist Abonnent von meinem YouTube-Kanal sein, mir einen Daumen nach oben hinterlassen und einen Emoji in die Kommentare schreiben, dann weiß ich, dass ihr teilnehmen möchtet. Am Sonntag findet auch eine mega coole Osterverlosung auf Instagram statt, mit noch ein paar anderen coolen Leuten, die ihr mit Sicherheit auch kennt. Also schaut auch auf jeden Fall bei mir bei Instagram vorbei. War das jetzt eigentlich ein deutscher Satz? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Ich hoffe, mein Schminksammlungs-Update hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten Video wieder mit einschaltet. Ihr könnt mir super gerne auch mal eure Videowünsche in den Kommentaren da lassen. Also Leute, habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!